Guten Morgen, mein Name ist Olaf Huhle, Development Director der Logicor für Deutschland. Und wir stehen heute hier im schönen Lahr an der Einsteinallee und nehmen unsere erste große Photovoltaikanlage in Betrieb. Die Anlage selber hat 2 Megawatt, produziert hier vor Ort fast 40% Strom für unseren Mieter. Wir reduzieren den Gesamtausstoß über 930 Tonnen an Carbon vor Ort und die ganze Anlage hat 5.360 Module und 15 Wechselrichter. Wir freuen uns hier einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten für die Nachhaltigkeit, für die erneuerbaren Energien und haben das ganze Objekt mit unserem Partner der Polengruppe abgewickelt in relativ kurzem Zeitraum und freuen uns heute hier das Ganze in Betrieb nehmen zu können. Mein Name ist Bernd Laufenberg, ich bin einer der Geschäftsführer der Polengruppe. Ja, ich würde gerne noch ein paar Worte zur Qualität der Photovoltaikanlage sagen, sprich auch zur Auswahl der Komponenten, sprich Module, Wechselrichter, Unterkonstruktion. Bei den Modulen ist es so, dass wir gemeinsam mit Logicor uns ein Qualitätskriterium, sprich Tier-1-Zertifikat gelegt haben, was letztendlich festlegt, dass der Modulhersteller zum einen seine Lieferanten bezahlt, entsprechende Liquidität hat und auch wenig Schadensfälle und Mängelfälle hat. Das war so ein Kriterium. Bei der Unterkonstruktion haben wir verschiedene Anwendungsfälle, sprich verschiedene Dachbahnen, verschiedene statischen Themen, sodass wir letztendlich uns auf 2 Hersteller jetzt konzentriert haben. Zum einen, die ein ballastiertes System bauen, wo wir also nicht mit der Dachbahn verbinden. Und zum anderen haben wir ein System, wo wir auch mit der Dachbahn verbinden, was wir in Kombination zum Beispiel beim Objekt in Hamm mit einem Gründach auch verbinden können. Also sprich Photovoltaik und Gründach in Kombination in einer Variante mit nur 45 Kilo pro Quadratmeter. Also das ist so ein Thema, was für uns extrem wichtig war, Komponentenauswahl und langfristige Qualität.